Ich grüße Sie auf meinem Kanal. Heute werde ich Ihnen Exzenter-Poliermaschinen vorstellen. Ich gehe auf die Eigenschaften der einzelnen Modelle ein und zeige Ihre Vor- und Nachteile. Es wird interessant sein. Los geht's! Ich habe den Makita PO5000C Polierer ausprobiert und fand ihn als eines der fähigsten Werkzeuge in der Kategorie professioneller Automobilwerkzeuge. Sein kraftvoller 7,8 Ampere Motor bewältigt selbst härtere Oberflächen besser als viele andere. Ergonomisch gestaltet liegt er bequem in der Hand. Das im Kit enthaltene Zubehör ist von hoher Qualität und umfasst robuste Schaumstoffpads. Allerdings hat der Polierer einen kurzen Rotationsschlag und der obere Griff bietet nicht so viele Positionierungsmöglichkeiten wie abnehmbare Varianten. Ein weiterer Nachteil ist die geringe Größe des Polierers. Das 5 Zoll Pad deckt größere Fahrzeuge nicht so schnell ab, was bei größeren Optionen mehr Durchgänge erfordert. Insgesamt bietet der Polierer eine hohe Leistung und Qualität, hat aber einige Einschränkungen in Bezug auf die Größe und Vielseitigkeit. Sie möchten den Preis dieses Modells erfahren oder Kundenrezensionen lesen? Verschwenden Sie nicht Ihre Zeit mit der Suche, schauen Sie stattdessen in die Beschreibung dieses Videos. Ich habe Amazon-Links für jedes Modell in meiner Auswahl hinzugefügt. Dort werden Sie alles finden, was Sie interessiert. Beim Testen des Kunzer 7PM05 Polierers fiel mir sofort seine beeindruckende Leistungsfähigkeit auf, gegeben durch den starken 1500 Watt Motor. Das Gerät bietet eine vielseitige Drehzahleinstellung von 600 bis 3000 Umdrehungen pro Minute, was es für verschiedenste Polieraufgaben geeignet macht. Besonders angenehm war die 5 Meter lange Stromleitung, die eine flexible Handhabung ermöglicht. Mit einem Gewicht von 2,9 Kilogramm liegt der Polierer gut in der Hand und ermüdet auch bei längerem Einsatz nicht zu schnell. Das Set enthält nützliches Zubehör wie Wollabdeckungen und Schwämme, was den sofortigen Einsatz ohne zusätzliche Käufe ermöglicht. Auf Amazon.de erhielt das Gerät eine durchschnittliche Bewertung von 4,3 von 5 Sternen, basierend auf 233 Bewertungen, was auf eine hohe Kundenzufriedenheit hinweist. Setze ein Like und abonniere meinen Kanal, damit du keine neuen Videos verpasst. Teilen Sie Ihre Meinung mit und stellen Sie Fragen in den Kommentaren. Der Kraus Shinemaster S8 hat mich mit seiner Leistung und Benutzerfreundlichkeit überzeugt. Der Polierer ist mit einem 1000 Watt Motor ausgestattet und arbeitet bei einer Spannung von 220 bis 240 VAC. Mit einem Gewicht von nur 2,3 Kilogramm und einem ergonomischen Design liegt er angenehm in der Hand und ermöglicht präzises Arbeiten. Ich war beeindruckt von der variablen Geschwindigkeitseinstellung, die von 2500 bis 6500 OPM reicht, was ihn für eine Vielzahl von Polieraufgaben geeignet macht. Der 8 mm Orbit sorgt für ausgezeichnete Polierergebnisse auf allen lackierten Oberflächen. Ein weiterer Vorteil ist die stufenlose Geschwindigkeitsregelung, die eine gleichmäßige Anwendung ermöglicht. Die 125 mm Stütztellergröße ist ideal für die verschiedensten Anwendungen. Allerdings wird der Polierer ohne Polierscheiben und Poliermittel geliefert, was zusätzliche Anschaffungen erforderlich macht. In einer Kundenbewertung erhielt das Gerät 5 von 5 Sternen, was auf eine hohe Zufriedenheit der Anwender hindeutet. Ich habe dieses Exzenter-Poliergerät ausgiebig getestet und bin beeindruckt von seiner Leistungsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit. Die 900 Watt Leistung in Kombination mit einem Drehzahlbereich von 1600 bis 4200 Umdrehungen pro Minute ermöglicht effizientes Arbeiten. Besonders hervorzuheben ist die Flexibilität durch 6 einstellbare Drehzahlstufen, die es mir erlaubten, die Maschine an verschiedene Poliarbeiten anzupassen. Das Gerät wiegt 2,6 Kilogramm, was es handlich, aber dennoch robust macht. Der Schleifhub von 15 mm sorgt für eine gute Polierwirkung auf unterschiedlichen Oberflächen. Dank der Netzstromversorgung war es möglich, längere Zeit ohne Unterbrechung zu arbeiten, was bei größeren Projekten wie dem Polieren eines Autos oder Boots sehr praktisch ist. Der Durchmesser des Stütztellers beträgt 125 mm, was eine gute Oberflächenabdeckung ermöglicht. Obwohl die Maschine insgesamt sehr gut funktioniert, habe ich festgestellt, dass das Gewicht für längere Nutzungsdauern etwas anstrengend sein kann, vor allem wenn man über Kopf arbeiten muss. Dies ist ein Aspekt, den man berücksichtigen sollte. Laut Nutzerbewertungen auf verschiedenen Plattformen ist das Gerät jedoch insgesamt sehr gut bewertet, was auf eine hohe Zufriedenheit der Nutzer hindeutet. Der Rubes Bigfoot LHR15 ES1 hat sich als ein äußerst effektives Polierwerkzeug erwiesen. Seine 500 Watt Leistung und der große 15 mm Schleifhub ermöglichen es, schnell und effizient eine große Oberfläche zu bearbeiten. Besonders beeindruckend fand ich die geringe Vibration und das ausgewogene Handling. Die variable Geschwindigkeitsregelung, die zwischen 1700 und 4200 OPM einstellbar ist, bietet eine hervorragende Kontrolle über das Polierverhalten. Trotz seines leichten Gewichts von nur 2,6 Kilogramm bietet dieses Gerät eine beeindruckende Leistung, was es ideal für längere Poliersessions macht. Es wurde speziell für moderne Fahrzeuge mit kurvigen Paneelen und scharfen Karosserielinien konzipiert. Einer der wenigen Nachteile dieses Modells ist der hohe Preis.
Mit fast $300 ist es eine der teureren Optionen auf dem Markt. Zudem wird es nur mit einem grundlegenden Kit geliefert und Polierpads, Polituren oder Wachse müssen separat erworben werden. Dennoch, die überwiegend positiven Bewertungen auf Amazon und andere Plattformen reflektieren die allgemeine Zufriedenheit der Nutzer mit diesem Produkt. Dieses Modell hat mich mit seiner Vielseitigkeit beeindruckt. Mit einem Scheibendurchmesser von 150 mm und einer Leistung von 650 Watt ist es für diverse Polierarbeiten geeignet. Die Leerlaufdrehzahl, die zwischen 1600 und 6400 Umdrehungen pro Minute einstellbar ist, bietet eine gute Kontrolle über das Gerät. Mit seinem Gewicht von 2,2 Kilogramm liegt es gut in der Hand, was bei längeren Einsätzen vorteilhaft ist. Die Kabellänge von 5 Metern sorgt für ausreichende Bewegungsfreiheit. Beim Testen fand ich besonders die Drehzahlregelung hilfreich, da sie es ermöglicht, die Geschwindigkeit je nach zu bearbeitender Oberfläche anzupassen. Das Gerät ist optimal für glatte Oberflächen und kann auf Materialien wie Lack und Kunststoff angewendet werden. Ein weiterer Pluspunkt ist die im Lieferumfang enthaltene Transporttasche, die das Verstauen und Transportieren erleichtert. Allerdings zeigt sich, dass das Gerät hauptsächlich für Hobbyanwender und Heimwerker konzipiert ist. Profis könnten eine höhere Leistung und erweiterte Funktionen vermissen. Benutzerbewertungen bestätigen die Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit dieses Modells mit einer durchschnittlichen Bewertung von 4,6 von 5 Sternen. Beim Testen dieses Excenter-Polierers war ich beeindruckt von seiner Leistungsfähigkeit und Benutzerfreundlichkeit. Die einstellbare Hubgeschwindigkeit von 2500 bis 6300 Umdrehungen pro Minute in Kombination mit einer Leistungsaufnahme von 710 Watt ermöglicht es mir, verschiedene Polieraufgaben effizient zu bewältigen. Besonders hervorzuheben ist das Aluminium-Druckgussgetriebe, das für Langlebigkeit sorgt. Die Kabellänge von etwa 3 Metern bot genug Bewegungsfreiheit. Das Gerät ist für eine Vielzahl von Aufgaben geeignet, einschließlich Polieren, Wachsen, Hochglanzversiegelung und Kratzerentfernung. Seine zusätzliche ergonomische Bauweise mit einem Stabgriff und der Möglichkeit, den Bügelgriff sowohl links als auch rechts anzubringen, machte die Handhabung komfortabel und vielseitig. In den Nutzerbewertungen wird das Gerät positiv bewertet, mit einer durchschnittlichen Bewertung von 4,8 von 5 Sternen. Benutzer heben hervor, dass die Maschine nicht zu laut und nicht zu schwer ist und die Hände während der Nutzung nicht übermäßig vibrieren. Auch die Effektivität bei der Bearbeitung von Kratzern und das Erzielen von hervorragenden Ergebnissen wurde gelobt. Und hier kommen wir zum letzten Teil der Bewertung. Vergessen Sie nicht, dass Sie in der Beschreibung unter diesem Video Links zu allen Modellen aus meiner Bewertung finden. Wenn Ihnen dieser Videobericht nützlich war, unterstützen Sie mich bitte mit einem Gefällt mir. Ihre Kommentare helfen, den Inhalt noch besser zu machen, also zögern Sie nicht, Ihre Gedanken mit mir zu teilen. Und natürlich solltest du meinen Kanal abonnieren, damit du keine neuen Folgen verpasst. Bis bald!